Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls. Beim letzten Mal sind wir durch die Schandstadt gegangen und das war ein ganz schöner Akt, wenn wir das mal sagen wollen. Und ja, wir haben es bis hier hinunter in irgendeinen fetten Sumpf geschafft. Ich habe mal, wie ihr seht, das Leuchtfeuer entfacht, einfach damit wir wieder 10 Estes haben. Das heißt, wir sind jetzt auch wieder menschlich. Ach Gott. Und vielleicht gucke ich mich erstmal hier hinten noch ein bisschen um, bevor ich weiter rausgehe. Weil ganz ehrlich, in diesem ganzen Sumpfgebiet habe ich auf das ganze Sumpfgebiet habe ich eigentlich eher weniger Bock, muss ich ehrlich sagen. Es ist echt nicht so schön. Oh, guckt mal, eine Truhe. Das ist doch schön. Die nehmen wir noch mit. Ein Drachenstein. Gucken wir doch mal, ein Drachenstein. Was können wir denn damit machen? Verstärkt Drachenwaffe. Ach, guck mal, Stein zur Verstärkung von Drachenwaffen. Von einem alten Drachen abgeschält. Der Drachenstein entstammt den Brustschuppen eines Drachen. Die Transzendenzapostel, die die Ewigkeit der alten Drachen anstreben, haben auf der Suche nach diesem unermesslich wertvollen Schatz die gesamte Welt bereist. Von der Brust eines Drachen, so, so. Na, wenn er meint. Ich meine, jetzt, wo ich wieder menschlich bin, könnte ich die Kapuze oder den... Ja, die Maske eigentlich mal wieder absitzen, aber irgendwie passt sie ja schon zum Set, ne? Wenn man ganz klar sagen muss, dass das Schwert vielleicht ein bisschen groß für das Set ist, für das Schattenset, aber... Naja, gut. Soll mich mal nicht weiter stören. Vor allem, ich bin in dem Sumpf halt auch langsam wieder. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und hier sind halt überall Fliegen. Fliegen wie sonst was. Und wir werden invasiert von der wilden Mildred. Komm her, du blödes Vieh, bevor die wilde Mildred ankommt. Ja, die wilde Mildred. Die ist einfach nackt. Die hat auch nicht sonderlich viel, außer ihrem komischen Schwert. Und ja, sie ist nackt. Und sie ist nicht sonderlich gefährlich. Ja, im Prinzip ist die wilde Mildred eine von diesen Fleischerinnen, die wir... Ihr habt ja gesehen, die hatte auch so einen Sack auf. Sehe ich gar nicht. Was habe ich denn bekriegt? Menschlichkeit. Die hat ja auch so einen Sack auf, wie die Fleischer von dem, oder wie die Fleischer oben in den Tiefen. Oben in den Tiefen klingt auch gut. Das Schlachtermesser, das gucken wir uns auch gleich an. Ach ja, und ich muss mir ja noch die Items angucken, die wir beim letzten Mal gefunden haben. Das habe ich nämlich glatt vergessen. Kann man theoretisch unendlich farmen, ne? Gut, das kann man überall in Dark Souls. Ich persönlich bin ein bisschen, oder ich wundere mich persönlich die ganze Zeit, dass Mildred hier unten auftaucht und nicht oben in den Tiefen, wo es halt mehr Sinn für sie ergeben würde. Und dass vielleicht, oder ich fände es sinnvoller, wenn Kirk hier unten auftauchen würde, aufgrund seiner Story, anstatt oben in den Tiefen. Aber gut, okay, lassen wir jetzt einfach mal so. Lassen wir jetzt einfach mal dabei. Im Prinzip gibt es zu Mildred auch nicht viel zu sagen. Sie ist halt so eine, ja... Sie ist halt mehr oder minder einfach einer von diesen Fleischern oder einer von diesen Fleischerinnen, die eigentlich oben in den Tiefen sitzen. Und sie greift uns hier an, um unser Fleisch von den Knochen zu schälen. Sagt mal, ich dachte, hier drin bin ich halbwegs sicher vor euch. Kann doch nicht sein. So, und dann gucken wir uns mal als erstes das Fältchen an, was wir beim letzten Mal gefunden haben. Kleines, geschwungenes Schwert. Einzeltreffer fügen nur geringen Schaden zu. Schnelle Angriffsfolgen sind aber tödlich. Die Angriffe mit der scharfen Klinge sind effektiv gegen Stoff und Fleisch, aber nicht gegen Metallrüstungen oder starke Schuppen. Und das Schlachtermesser. Dieses riesige Schlachtermesser gehörte dem kannibalischen Untotenkoch in den Tiefen. Es ist mehr ein Werkzeug zum Bearbeiten von lebenden Beuteopfern als eine Waffe. Wer je dieser tödlichen Klinge gegenüberstand, weiß, wie hoffnungslos sich die Beute fühlen muss. Ja, also wie gesagt, viel haben wir nicht erfahren über Mildred. Jetzt kommt da schon wieder eine Fliege. Ich glaube, ich setze mich mal ans Bonfire. Ich glaube, dann resetten die... dass die mich hier nicht die ganze Zeit angreifen. Ich kann sowieso schon wieder aufsteigen wegen Mildred, das ist ja schön. Ich gehe mal, wie gesagt, noch ein bisschen auf Stärke, weil wir brauchen mindestens, naja, ein bisschen mehr Stärke wäre schon nicht geil, wäre schon nicht schlecht. So, und dann haben wir das Wanderer-Set beim letzten Mal gefunden. Wanderer-Kapuze, die Kapuze eines ziellos Umherreisenden. Ihr robustes Leder schützt vor Wind und Regen. Nein, ich wollte mich nicht ausziehen, Freunde. Ich wollte den Wanderermantel lesen. Der Mantel, gefertigt aus robustem, gesteppten Leder. Wandert man durch die Lande, so sind Kämpfe unvermeidbar, doch dieser Mantel bietet einen gewissen Schutz. Ja, gut. Toll. Was eine Beschreibung. Okay, ich glaube, hier haben wir nichts mehr Interessantes. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal ein bisschen weiter und gucken mal, wo wir hier vielleicht
Ja, die Glocke finden, die wir finden sollen. Ich weiß, da links gibt es noch eine ganze Menge zum Erkunden. Da sind noch ganz viele Items. Ich will aber jetzt gleich mal vorneweg sagen, wir werden diesen ganzen linken Teil später mal erkunden. Das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt zu schwach wären für diesen linken Teil oder so. Ich will den linken Teil einfach später erkunden. Sag ich ganz ehrlich. Und deswegen machen wir das auch erst später und gucken uns erstmal bei dem rechten Teil hier um. Und da hinten sehen wir schon, da hängt irgend so ein Typ mit einem fetten Felsen ab. Ach, lass mich doch mal hier durch. Ich habe keinen Bock, jetzt vergiftet zu werden. Danke. Ich meine, ich habe noch... Wie viel von den Dingern habe ich? 10. Das ist schon ganz in Ordnung. So, hier rechts geht's lang. Da gucken wir uns später sicher auch noch um. Ja, wir müssen hier im Prinzip so ein bisschen von Insel zu Insel haschen. Um nicht zu sehr... Oh, Tag. Hallo? Wie sehe ich ihn an? Um nicht zu sehr vergiftet zu werden. Im Notfall habe ich ja aber noch die Klumpen. Sollte also an sich machbar sein. Oh, wir haben schon 2 Menschlichkeit gekriegt. War ich in die zweite her? Seele eines stolzen Kriegers. So, hier kommen wir schnell durch. Wie gesagt, wir gucken uns hier später nochmal ganz genau um. Aber jetzt erstmal will ich gucken, was es da hinten mit diesem Gebilde auf sich hat. Alter, stehen da viele Typen mit Felsen rum. Was ist denn mit denen kaputt? Oh, man sieht auch so gut wie nichts, ne? Oh, okay. Jetzt sehe ich dich. Kann ich dich backstabben? Jawohl. Alter, haltet ihr aus. Hauptsache, der komische Felsen fliegt einem, ihm dann erstmal vom Kopf. Ach so, die dürfen den auch wieder aufnehmen. Bevor ich sie weiter, bevor ich sie wieder backstabben darf oder bevor ich sie überhaupt angreifen darf. Na komm, nimm deinen Felsen wieder auf. Und dann war's das. Oh, sogar ein Item. Ach, schon wieder ein Jaucheküchlein, echt. Was haben die denn mit diesen ganzen Jaucheküchlein? Ein bisschen Licht wäre nicht schlecht. Dann hätte ich den da zum Beispiel gesehen, wie er versucht, mich mit seinem blöden Felsen zu bewerfen. Aber Backsteps. Ganz ehrlich, gegen die sind wirklich Backsteps das Beste. Die sind noch langsamer als ihre Kollegen in den Tiefen. Das war knapp. Da wäre ich fast vergiftet worden, aber wie gesagt, gar nicht so schlimm. Wir haben genug von den Sachen, die uns wieder entgiften können. Ich habe es noch geschafft. Sehr schön. Eine Riesenkeule. Oh, und der hat bestimmt wieder ein Jaucheküchlein gedroppt, oder? Eine Riesenkeule. Eine ganz schön starke Waffe. Braucht auf jeden Fall 28 Stärke. Wir könnten sie theoretisch zweihändig schon führen. Der riesige Baumast dient als Schlagwaffe. Der Angriff wird senkrecht auf die Köpfe der Feinde geführt. Ein Sprungschlag ist typisch für diese Art Waffen. Und auch dieser riesige Holzknüppel bildet dabei keine Ausnahme. Ja, sehr schön. Ja, Jaucheküchlein. Habe ich mir fast gedacht. Ach Gott, da stehen noch so viele von denen rum. Hier kommt doch bestimmt auch gleich noch einer um die Ecke, oder? Nee. Okay, wo ist der nächste Ort da? Komm schon, komm schon. Jawohl. Ich meine, solange ich das Zeug nicht brauche. Seht ihr mich, wenn ich hier lang gehe? Ich meine, ich muss mich ja nicht um die Typen kümmern. Ich meine, einzeln sind die wirklich kein Problem. Aber wenn dann plötzlich 3 kommen, könnte es schon ein bisschen schwieriger werden. Weil ja Backsteps da deutlich helfen können. Weil man dann relativ unangreifbar ist. Wenn man Backsteps benutzt. Also man ist nicht nur relativ, man ist unangreifbar. Okay, wir haben es bis hier oben geschafft und das sieht ja schon sehr einladend hier aus. Quelax-Sphäre. Das sieht ja mehr als einladend hier aus. Was seid ihr denn für Viecher? Die kann man auf jeden Fall anvisieren. Die beten. Und die haben scheinbar Eier auf ihrem Kopf, auf ihrem Rücken. Kann man die auch töten, ist die Frage. Kann man. Ugh. Und dann kommen fiese Maden raus. Die machen ja Schaden. Die machen ja richtig Schaden, ey. Ich glaube, da waren aber auch gleich mehrere Angriffe zusammen jetzt, oder? Ich treffe die gar nicht. Wollte mich verarschen. Geht doch. Mit ihrem blöden Gespucke hier. Gibt's doch gar nicht. Wieder nur ein erwischt. Hör mal auf. Springen tun die auch noch ganz gut. Okay, vielleicht sollten wir die Eierträger nicht erledigen.
Warum treffe ich das Vieh nicht? Danke. Ich habe schon fast alle Estes verbraucht. Bloß für so ein paar blöde Maden. Okay, dich da lasse ich leben. Bete ruhig weiter mit deinen Sack Eiern auf dem Rücken. Wir schauen mal. Und da haben wir wieder eine Nebelwand. Und wir können die wilde Mildred beschwören. Ja, wenn wir sie besiegt haben im Sumpf, können wir sie hier theoretisch beschwören. Ich muss ganz ehrlich sagen, an sich, ich würde sie beschwören, theoretisch. Sie kann den Boss aber theoretisch, glaube ich, sogar alleine besiegen, wenn man ein bisschen Glück hat. Und das Ding ist tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will sie deshalb aber nicht beschwören, weil sie ein bisschen, ja, weil sie keine Story bezüglich des Bosses hat, deswegen lohnt sich das nicht. Was ich aber machen will vielleicht mal, ist tatsächlich, das hatte ich ja angekündigt, wir haben ja hier scheinbar einen Boss, das Schwert des Drachentöters zu benutzen. Und ich will nur gucken, ich habe die Fast Roll damit. Dann probieren wir das doch mal. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Im Notfall kann ich später immer noch auf das Bastardschwert wechseln. Aber wir nehmen mal das Schwert. Na, du bist ja eine hübsche, die Chaoshexe Quelak. Oder Quelak, Quelak. Irgendwie sowas. Weil sie hat 2 A, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen. Quelak. Alter, macht das Ding Schaden. So, man muss ein bisschen aufpassen. Sie spuckt Lava, wie man merkt. Und das ist nicht ganz so geil. Ich kann mit dem Ding gar nicht rennen. Wow. Schön zurück erstmal. Das war irgendwie nicht so clever, was ich hier mache gerade. Das war schon besser. Jetzt kann ich wieder angreifen. Das war so... Oh, nee. Ich steckte fest. Ich habe gesehen, dass sie den macht. Ich habe gesehen, dass sie den macht, aber ich steckte fest. Das ist ihr AOE-Angriff. Der ist, ja, nicht ganz fair, wenn ich ehrlich bin. Normalerweise, das Einzige, was man da machen kann, ist weggehen. Geil, das wollte ich, genau das wollte ich. Das Einzige, was man da wirklich machen kann, ist weggehen. Und das habe ich jetzt an der Stelle natürlich nicht geschafft. Deswegen muss ich mal gucken. Also, ja, im Endeffekt, wenn sie den Angriff macht, wegrennen. Ansonsten hat man keine Chance. Ich würde sagen, bis ich wieder da bin, sehen wir uns gleich wieder. Das müssen wir uns ja nicht nochmal alles angucken. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Versuch 2. Oh, die Seelen liegen an einem echt ungünstigen Punkt gerade, muss ich mal sagen. Meine Wieder hätte ich sie ja schon gerne. Ich werde mal gucken, dass ich immer schön Abstand von ihr halte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann diese kleinen Angriffe mit dem Schwert des Drachentöters setze. Ich muss halt bloß aufpassen, wenn man zu sehr Abstand hält, dann macht sie solche Angriffe mit der Lava. Und wenn der ganze Raum voll Lava ist, dann ist natürlich auch nicht mehr ganz so geil, ne? Genau so meine ich das. Das ist dann natürlich auch nicht mehr ganz so geil. Vielleicht sollte ich doch das Schild benutzen. Und zack. Das war ein guter Angriff. Da war Lava hinter mir. Okay, hier ist keine Lava mehr. Ein bisschen gucken halt immer, dass man die Lava im Auge behält. Okay, dann hatte ich jetzt irgendwie anders erwartet. Und zack. Und zack. Das läuft doch gerade ganz gut. Jetzt mal wieder ein bisschen von der Lava weg. Und halt auch immer schön den Abstand halten für den eventuellen AOE. Ich glaube, das ist halt so blöd, dass das Schwert noch nicht aufgebessert ist. Das macht es halt gerade ein bisschen schwer. Jetzt kommt der Angriff. Nee, das ist Mist, da hätte ich angreifen können. Kann ich ja immer noch.
kann ja auch die Beine einfach angreifen. Schön die Beine zerhacken. Wie sieht's hinter mir aus? Da ist immer noch Lava. Ja, jetzt spuckt sie ja los, ey. Okay, die verschwindet aber gerade. Jetzt will sie es aber wissen mit ihrer Lava. Was? Oh, das ist der... Aoi. Nee, ist... Doch, ist er. Okay, ich war weit genug weg. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Muss ich ehrlich sagen. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich weit genug weg bin dafür. Okay, mal wieder hier rüber, weil hier verschwindet die Lava gerade schon wieder. Ich glaube, das Problem ist, dass wir mit dem Schwert halt einfach noch nicht groß aufgewertet sind. Das macht es nicht ganz einfach gerade. Irgendwie fängt er manchmal nicht richtig an zu rennen, sondern macht über die Rolle. 606. 666 wäre geiler. Okay, jetzt wieder hier rüber. Immer schön hin und her laufen. Und hoffen, dass das klappt. Bei diesen Angriffen kriege ich es einfach nicht gebacken. Jetzt kriege ich es hin. Ich habe sie nicht getroffen, ehrlich. Ah, zu viel Lava hier gerade. Das gefällt mir gar nicht. Sie spuckt gerade ein bisschen viel davon, aber die verschwindet hier schon wieder sehr schön. Ah, das ist schon wieder Lava, ne? War nur der kleine Lavastrom. Komm ran. Ach, ich mache aus irgendeinem Grunde mal erst die Rolle. Ich weiß nicht, warum er mit dem Schwert nicht rennen will. Ach, das Schwert ist zu langsam, habe ich das Gefühl. Das ist gar nicht so geil gerade. Er macht immer erst die Rolle. Ich kriege aus irgendeinem Grund nicht das Rennen hin mit dem Schwert. Das hat geklappt, dass sie mich da nicht getroffen hat. Interessant. Sehr schön, jetzt haben wir sie doch gleich. Nein, nicht die Lava. Bring's zu Ende. Jawohl. Huiuiui, das war schwerer, als ich dachte. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich wäre es cleverer gewesen, einfach mit dem Bastardschwert zu kämpfen. Weil ich glaube fast, das Bastardschwert könnte sogar mehr Schaden machen. Obwohl, nee, Schaden wird es nicht mehr machen. Aber ich bin halt schneller und verbrauche deutlich weniger Ausdauer. Aber ich wollte das Schwert einfach mal benutzen, wenn es schon gefallen ist. Und ich meine, wir werden es irgendwann auch noch aufbessern, so viel ist klar. Gut, und eine Doppelmenschlichkeit kriegen wir. Und wir haben die Seele von Quellec bekommen. Die ist hier unter den Items. Oder Quelaag halt. Die Hexentochter Quelaag. Die Seele von Quelaag, einer einstmaligen Tochter der Hexe von Aeseleth, die mittlerweile jedoch ein Chaosdämon ist. Besondere Wesen, okay, das ist immer das gleiche. Ja, das war eine der Töchter von der Hexe von Aeseleth, von der wir ja ganz am Anfang gehört haben. Die Hexe von Aeseleth, die ja damals die Bäume niedergebrannt hat. Und ja, mehr oder minder die Erfinderin der Pyromantie ist. Aber wie gesagt, zur Pyromantie werden wir ja noch später ein bisschen was sagen. Und ja, was kann man ansonsten noch dazu sagen? Was man noch ansonsten dazu sagen kann, warum sie ein Chaosdämon geworden ist, ist eine gute Frage, weil wenn wir uns erinnern... Oh, erstmal kurz warten. Alles klar, jetzt wissen wir auch, warum die Dinger Glocke der Erweckung heißen. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, im Endeffekt, was wollte ich gerade sagen? Ich wollte gerade sagen, warum die nun eine Chaos-Dämonin ist, die gute Quelaag oder die Tochter von Aeseleth, von den Töchtern gibt es ja insgesamt 7. Warum die ein Chaos-Dämon ist, das werden wir vielleicht noch rausfinden. Vielleicht, eventuell, müssen wir mal schauen. Nee, das werden wir sicher noch rausfinden, aber... Das ist eine Geschichte für später. Und wir gucken uns nur mal ganz kurz hier ein bisschen um. Ich meine, ich glaube, wir werden jetzt hier nicht groß weiterrennen.
Aber wir können zumindest mal schauen, was es hier ansonsten noch so zu sehen gibt. Mehr von den Typen, die Eier auf dem Rücken haben. Und ein Bonfire. Die Dämonenruinen. Und hier, sagen wir ganz ehrlich, ist es nicht sonderlich einladend, wenn wir mal ehrlich sind. Wir wissen natürlich auch, wo wir jetzt weiter müssen. Das haben wir ja gesehen. Diesen Ort haben wir schon mal gesehen. Da werden wir auch gleich hin zurückgehen. Aber bevor wir das machen, ich glaube, ich nehme gleich den Heimatknochen einfach. Bevor wir das machen, werden wir nur noch mal ganz kurz... Werden wir nur noch mal ganz kurz schauen. Denn hier ist eine Wand nicht wie die anderen. Ja, und wir finden einen versteckten Durchgang. Und bei dem finden wir noch so einen Typen mit den Eiern. Und mit dem können wir tatsächlich reden. Oh, dear. What have we here? Are you a new servant? Ja, natürlich. But you have no eggs. Go along and have audience with our fair lady. I pray that you will mind your manners. Okay. Mit der hohen Lady. Das ist sie also. Na, die sieht ja sehr wie Quelaag aus, bloß ein bisschen weißer. Hast du mir noch was zu sagen ansonsten? What is it? Go along and meet our fair lady. Alles klar. Tag auch. Eieiei, die sieht aber auch aus, ey. Okay, bei ihr können wir unseren Estus-Flakon verstärken. Ja, sie ist scheinbar eine Feuerhüterin. Wir können uns zu ihr noch nicht viel sagen, weil wir mit ihr noch nicht reden können. Aber wir können so viel schon sagen. Sie ist auch eine der Töchter des Chaos natürlich. Eine der Töchter der Hexe von Aizelith. Sie ist dementsprechend also die Schwester von Quelaag. Aber warum... Ja, sagen wir mal so. Warum Quelaag jetzt im Endeffekt und sie so komisch aussehen, das, wie gesagt, werden wir später noch erfahren. Wir können einen Eid leisten. Aber ich glaube, wir können nicht reden mit ihr, deswegen... Oh, wir können ihn trotzdem leisten, okay. Obwohl wir nicht richtig mit ihr reden können. Na, dann machen wir das doch mal. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, why not? Der komische Kleriker-Eid ist uns eh egal. Und wir kriegen dafür eine Pyromantie, den großen Chaos-Feuerball. Einen neuen Eid geleistet. Und wir können ihr jetzt Menschlichkeit darbieten. Das machen wir jetzt mal nicht, aber auch wenn wir nicht mit ihr reden können, erklärt das nämlich schon ein bisschen was. Wie wir wissen, also wie wir merken, sie ist ja scheinbar eine Feuerhüterin und sie ist, ja, sie ist eine der Töchter des Chaos und scheinbar braucht sie Menschlichkeit, wofür auch immer sie genau Menschlichkeit benötigt. Aber das erklärt nämlich so ein bisschen, zum Beispiel, warum wir von Quelaag 2 eine Doppelmenschlichkeit bekommen haben, denn wahrscheinlich, oder, denn im Prinzip ist es so, dass Quelaag ihre Schwester beschützen wollte und für sie Menschlichkeit gesammelt hat. Sie hat quasi die Glocke der Erweckung beschützt, weil sie wusste, dass da Leute hinkommen würden, dass da Menschen hinkommen würden, weil das deren Aufgabe ist, die Glocken der Erweckung zu läuten, und hat denen ihre Menschlichkeit abgenommen, um die ihrer Schwester schlussendlich zu geben. Und ihr erinnert euch doch vielleicht auch noch an die Dämonen, die wir oberhalb getroffen haben, an den Taurus-Dämonen und den Ziegendämonen vor allem. Beim Asyldämon bin ich mir nicht sicher, aber vor allem bei den beiden. Bei denen haben wir, wenn ich mich recht entsinne, auch als Belohnung eine Menschlichkeit bekommen, und man kann bei denen auch sagen, dass die eventuell losgeschickt worden sind, um Menschlichkeit für die hohe Lady hier zu sammeln, für die Schwester von Quelaag. Und ja, im Prinzip wäre das eine Möglichkeit, denn alle Dämonen, die wir treffen, ob Asyldämon, Taurusdämon oder Ziegendämon, sind Einwohner von Aizelith, also dem Ort, wo die Hexe von Aizelith herrscht und ihre Töchter des Chaos. Aber warum das alles Dämonen sind, weil das waren sie ja früher scheinbar nicht, das werden wir vielleicht noch später herausfinden. So, ich habe jetzt mit ihr geredet. Und jetzt? Are you prepared to dedicate yourself to our fair lady? Then I will make available whatever you require. If you need something, ask me first. Okay, was kann ich denn hier kaufen? Liste der Diener. Prüft die Liste der Diener der Töchter des Chaos für 500. Weiß gar nicht. Ich glaube, kann man hier gucken, was das ist? Ah ja, ist ein Online-Objekt, wollte ich doch schon sagen. Der Eidträger Eingi führt diese Liste all jener, die seiner Herrin, einer Tochter des Chaos, dienen. Eingis Lob verdient sich, wer genug Menschlichkeit darbietet, um das Leid seiner Herrin zu lindern. Doch was ist Eingis Lob wirklich wert? Das ist eine sehr gute Frage. Hat er sonst noch irgendwas? Nö. Nur das. Wir können Ausrüstung umwandeln, aber nicht das, was wir haben. Hast du noch was zu erzählen? No time for idle chat. Ja, für Eidlisten. Lady,
Okay, sonst noch was? There is nothing to say to you, except if you lay a hand on the fair lady, you should be prepared to face my wrath. Oh mein Gott, nein, was könnte ich da nur machen? Aber der lässt dann wieder die ganzen Maden los, die sind gefährlich. There is nothing to say to you, except ja, okay. Alles klar. Hier können wir, wie gesagt, hier werden wir später noch hinkommen. Ich werde mich jetzt tatsächlich nicht an das Leuchtfeuer setzen, denn... Ja. Ich werde mich jetzt tatsächlich nicht an das Leuchtfeuer setzen, weil dann müssten wir den ganzen Weg zurücklaufen. Ich werde stattdessen einen Heimkehrknochen benutzen, den wir ja extra bekommen haben, und werde mich an das Leuchtfeuer zurückmachen, ja, an welchem wir gestartet sind, hier in der Schandstadt. Und werde da mal ganz kurz aufsteigen und ganz kurz, gibt nur noch mal einen ganz kurzen Unterbrechung. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, wieder zurück. Und jetzt wird ein bisschen geskillt, würde ich sagen. Ich nehme mal ein bisschen Kondition auf jeden Fall. Das kann man immer gebrauchen. Kondition ist immer wichtig und vielleicht nehme ich auch mal ein bisschen Vitalität demnächst. Gucken wir mal. Gut. Ach, wisst ihr was, ich hau mal noch ein paar Seelen rein. Bei 7000 kann man das mal kurz machen. Ich hau mal hier so eine Kriegerseele rein. Wie viel bringt die denn? 2000, das sollte doch fast schon reichen, oder? Na, wahrscheinlich nicht ganz. Nee, wir brauchen noch eine etwas kleinere. Und zwar, das ist dann nicht eine Kriegerseele, sondern eine namenlose Soldatenseele müsste 500 bringen. 800 bringt sie sogar, okay, fast. So, und wir nehmen mal noch ein bisschen Vitalität, das kann auch nicht schaden. Gut, und ja, wir haben im Prinzip die zwei Glocken der Erweckung geläutet. Es ist was passiert, wir wissen, wo wir hin müssen. Jetzt müssen wir hier bloß wieder aus diesem verdammten, ja, aus dieser verdammten Schandstadt raus. Wie gesagt, Großteil der Schandstadt werden wir nochmal irgendwann erkunden, aber nicht jetzt. Wir machen uns jetzt erstmal wieder hier raus. Und wir haben ja schon gesehen, hier rechts gab es einen Weg. Und den wollen wir dann jetzt nach Möglichkeit abgehen, denn der scheint wieder nach oben zu führen. Und dann schauen wir doch mal, ob wir auch bis da nach oben kommen. Auf jeden Fall gibt es hier erstmal eine Leiter. Ein riesiges Wasserrad gibt es hier. Alles möglich, aber hier scheinen wir auch nach oben klettern zu können. Ach so, und wir müssen mit dem Wasserrad natürlich nach oben fahren, weil eine normale Leiter gibt es nicht oder so. Oh, guckt mal da oben. Da sehen wir schon, wo wir gleich hinkommen. Jetzt darf ich bloß den Ausgang nicht verpassen. Das wäre auch ein bisschen traurig, wenn ich den jetzt verpassen würde. Das war knapp. So, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ich habe irgendwas gerade schon wieder gehört. Ach nein, hier schon wieder. Kommst du mal da runter? Danke. Hier schon wieder. Auf euch habe ich ja jetzt richtig Bock. Aber hier geht es auf jeden Fall erstmal noch weiter nach oben. Ach Gott. Und wir müssen, glaube ich, richtig weit nach oben klettern. Huch, Tag auch. Sorry, wollt nicht stören. Weil auch was auch immer ihr gemacht habt hier. Okay. Ach Gott, hier müssen wir auf einem Baumstamm balancieren. Jetzt wird es ja langsam echt ein bisschen übertrieben. Aber ich habe schon wieder einen Dart gehört. Von wo? Von wo kommt das Scheißteil? Ich habe einen gehört auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher. Ah ne, vielleicht habe ich auch... Doch, ich höre irgend... Nein! Oh Gott, Glück gehabt. Ich höre irgendwo einen die ganze Zeit schießen mit seinen blöden... Blowdarts. Komm schon da runter. Das ist doch nicht dein Ernst, blödes Vieh. Willst du mich eigentlich verarschen? Danke. Will erst natürlich die Typen mit dem Toxin ausschalten, das sage ich ganz ehrlich, bevor ich mich hier weiter umsehe. Von wo schießt der denn? Ich hör's. Ah, da! Ich sehe ihn. Ich habe ihn gerade gesehen. Frage ist, wie komme ich da hin? Da drüben. Ach, da drüben steht er. Okay, da kommen wir vielleicht noch hin. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Von da kann er uns ja gar nicht groß treffen. So, wir finden die Sieglermaske, die Purpurrobe, die Purpurhandschuhe und so weiter. Ein weiteres Rüstungsset. Die Maske der Zauberer, die Neulondo unter den Wassermassen begruben, um die Geister der Finsternis und die in Dunkelheit hinabgestiegenen vier Könige hinter einem Siegel wegzusperren. Ein Symbol ihrer Entschlossenheit, das Siegel nie mehr zu brechen und ihrer Buße für alle Geopferten. Zwei der drei Gaben, Neulondo jedoch,
Zwei der drei gaben Neulondo jedoch ihre Aufgabe müde auf. Ach so, die sollten also Neulondo versiegeln und zwei der drei hatten keinen Bock mehr. Das heißt, das einer ist auch noch da. Die Robe der Zauberer, die Neulondo unter den Wassermassen begruben. Ja. Einst waren die Siegler als Heiler bekannt, symbolisiert vom leuchtenden Purpur. Das ist wahrscheinlich das gleiche, ja. Okay, interessant. Hier haben wir noch eine Truhe. Haben wir noch ein Item dran? Zauberei, Linderung. Ist das ein Wunden? Nee, das ist eine Intelligenzzauber. Zauber der rotgekleideten Heilerin Yulva, Hüterin des Siegels in Neulondo. Reduziert Blutungen und Gifteffekte. Einer der einzigartigen Heilzauber von Neulondo. Möglicherweise gab sie ihre Pflicht als Hüterin auf, um ihre Kunst der Heilung nach Schandstadt zu bringen. Und wahrscheinlich ist sie hier gestorben, als sie nach Schandstadt wollte. Ist aber auch schon ein ziemliches Scheißgebiet, wenn wir mal ehrlich sind. Und ein Beschleuniger, das sind im Prinzip die Waffen, die man braucht, um Zauber wirken zu können. Banzin-Beschleuniger. Beschleuniger der Verbannungszauber, die in Neulondo eindrangen, um die Geister der Finsternis und die der Dunkelheit verfallenen Könige zu bannen. Anders als andere Beschleuniger kann der metallische Beschleuniger als Waffe benutzt werden und Schaden zufügen, wenn auch nur gering. Okay, mit den Dingern kann man also auch kämpfen. Gut, wenn der Typ jetzt mit seinem blöden Pfeil abgelassen hat, kann ich ja erstmal hier hochklettern. Und mich hier oben mal noch ein bisschen umsehen, in der Hoffnung, dass er nicht gleich wieder Bock hat, mich zu beschießen. Das für Viecher sein sollen. Das sind wahrscheinlich auch irgendwelche Dämonen, oder? So, hier können wir auf jeden Fall noch lang. Wow. Was eine hübsche Sackgasse. Schön. Was eine hübsche Sackgasse. Okay, gibt's hier ansonsten noch? Was war denn der Sinn, hier hochzukommen, ganz ehrlich? Bloß für ein so ein Vieh. Ich habe wahrscheinlich irgendwas wieder übersehen, aber gut, jede Kleinigkeit ist jetzt auch nicht so wichtig. So, jetzt muss ich mich wahrscheinlich um die Typen mit ihren blöden Pfeilen kümmern. Vor allem, bevor er gleich wieder auf mich schießt. So, geht's denn hier noch weiter hoch, ist die Frage. Beziehungsweise, will ich überhaupt noch weiter hoch, wenn ich die Typen herausfordern will? Ach, ich glaube, die Höhe könnte gut sein. Es kommen schon lange keine Fliegen mehr. Verwunderlich. Ja, ich glaube, die Höhe ist die richtige. Hier ging es weiter hoch, aber hier kommen auch die Typen mit ihren... Ja, ich höre sie schon. Einfach Bewegung, Bewegung. Ach Gott, sind das viele von denen. So, schön. Schön in Bewegung bleiben. Immer schön in Bewegung bleiben. Wie viele sind denn das eigentlich noch? So, und tschüss. Da ist ja noch einer. Komme ich da überhaupt drüber? Muss ich da springen? Schafft man den Sprung? Eigentlich will ich es jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass man den Sprung schafft. Wahrscheinlich muss ich da irgendwo von unten kommen. Na geil. Danke dafür. Vor allem, weil hier noch Hunde sind. Die überleben ja immer noch einen Angriff. Das finde ich jetzt nicht so geil. Ich hatte gehofft, dass die inzwischen vielleicht schwach genug wären. Oder dass ich stark genug wäre. Aber ich habe auch nicht so viel Stärke geskillt, muss man ganz klar dazu sagen. Hör mit deinem Feuer auf, Freundchen. Okay, aber der scheint mich erstmal nicht zu treffen. Kann ich da rüberspringen? Ich weiß es nicht. Wow, Tag auch. Da sind noch mehr von denen. Kann ich da rüberspringen? Es sieht nicht so aus, als ob ich den Sprung schaffen würde. Ich gucke mich erstmal hier unten ein bisschen um. Und dann können wir immer noch probieren. Ich meine, der kann mich da oben scheinbar eh nicht treffen. Deswegen ist das alles auch nicht so wild. Okay, hier will ich, glaube ich, nicht runterfallen. Na, so viel zu, er kann mich da oben nicht treffen. Da unten nicht treffen. Oh, noch mehr Hunde. Ehrlich, Freunde. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich habe einen übersehen. Also sind es noch zwei. Alter, wie viele das einfach sind. Dann kümmere ich mich erstmal um den. Wobei, warte. Ich schnapp mir schnell das Item. Und dann ist es nämlich auch egal, dann brauche ich hier nämlich nicht nochmal wiederkommen. Müssen wir ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das Item geschnappt habe. Zack, ist nämlich eine Feuerhüterseele. Da ist eine Feuerhüterin scheinbar mal unten gewesen in der Schandstadt. Aber ist dann wohl irgendwann gestorben. So, die Frage ist, lohnt sich das jetzt überhaupt noch, die beiden Typen zu erledigen?
Ich meine, jetzt habe ich hier eigentlich das Wichtigste, nämlich die Feuerhüterseele. Für viel mehr muss man hier echt nicht hin eigentlich. Der Typ da drüben, ich weiß nicht, ob man den Sprung schafft, das sieht sehr weit aus. Ich bin bei Dark Souls halt echt immer, da ist der Typ. Ich bin bei Dark Souls halt echt immer sehr vorsichtig, was solche Sprünge angeht. Schon wieder ein lila Moosklumpen, die mit Blüte könnten sie aber auch mal geben. Noch eine Kriegerseele. Weil wenn ich den Sprung nicht schaffe, sterbe ich, das ist klar. Wisst ihr was, ganz ehrlich, der Typ da drüben steht einfach nur rum. Ich habe alle Items, die ich wollte oder die es hier überhaupt gibt. Deswegen, scheiß doch auf den Typen. Scheiß doch auf den Typen, ich riskiere den Sprung jetzt nicht. Ich meine, klar, mit 60 Frames schaffe ich den sowieso nicht, aber ob ich den auch mit 30 schaffe, sieht, das sah sehr weit aus. Ich meine, manchmal kann man weiter springen, als man das denkt, aber wie gesagt, bei den Sprüngen bin ich mir echt nicht so sicher in Dark Souls. Die will ich eigentlich nur machen, wenn es nicht anders geht. Das brauche ich mir nämlich echt nicht antun. Und ich meine, die anderen bleiben ja auch tot. Gab es da drüben noch was? Wenn wir schon mal hier sind? Ne, hier sind wir nur hochgekommen, ne? Ja. Ich dachte bloß, weil ich die Fackel gesehen habe, aber dann ist mir eingefallen, das ist ja wahrscheinlich die Leiter, von der ich selbst kam. Okay. Weiter nach oben. Gott, den ganzen Weg, den wir runtergegangen sind, müssen wir jetzt nach... anstrengend nach oben klettern. Oh, Truhe. Und darin finden wir den Neulondo-Ruinenschlüssel. Was sagt der denn? Wahrscheinlich ist er ganz unten, ne? Öffnet Gitter zwischen Neulondo und dem Drachental. Schlüssel zum Öffnen der Eisengitter zwischen den Ruinen von Neulondo und des Drachentals. Die Ruinen von Neulondo wurden versiegelt, um die dort lebenden verfluchten Geister wegzusperren, die eine Bedrohung für Leib und Seele darstellen. Der Legende nach soll dort eine schreckliche Finsternis existieren. Ja, wir haben das bei den Siegler-Set ja schon gehört. Irgendwas ist in Neulondo scheinbar. Die haben es ja scheinbar extra versiegelt. Aber was, das werden wir vielleicht noch rausfinden. So, hier kommt wieder so ein Dicker. Wie gesagt, die finde ich fast schwerer als die Typen mit den Steinen. Das Problem ist... Willst du mich verarschen? Wollte doch sagen. Ich hoffe, da kommt der zweite, den ich da schon gesehen habe, nämlich nicht. Weil wenn die zu zweit kommen, dann wird es anstrengend. Ganz ruhig, Kollege. Zwei und drei. Sehr schön erledigt. Gibst du mir wieder? Ja, ein Jaucheküchlein, das muss sein. Das Jaucheküchlein, das muss sein. So, aber wir scheinen schon recht weit oben zu sein. Hier haben wir auf jeden Fall wieder festen Boden unter den Füßen. Das wird jetzt anstrengend. Das wird jetzt richtig anstrengend. Zwei von der Sorte sind echt nicht ohne. Ich meine, Backsteps sind bei denen am besten. Aber versuch mal einen Backstep, wenn zwei da rumstehen. Aber ich hab's hingekriegt. Das Schöne ist, wir sind halt, wie gesagt... recht safe dann erstmal. Ich wollte eigentlich vom Backstep in den nächsten Backstep direkt gehen. Okay, der eine ist aber fast tot. Mist! Nee, 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 Freunde. Das macht er nicht. Das macht ihr nicht, Freunde. Safe ist safe. Jetzt habe ich die ganze Zeit den hier vorne. Sehr gut, der ist tot. Und damit ist es jetzt eigentlich schon gewonnen. Damit ist es jetzt eigentlich schon gewonnen. Sehr gut. Nochmal schön in den Arsch gestoßen. Und dann haben wir das. Ein weiteres Jaucheküchlein und noch ein Jaucheküchlein. Warum auch nicht, ne? Warum eigentlich auch nicht? Gott, man sieht hier fast gar nichts. Warum ist denn das so dunkel hier? Kann ich mal jemand hier eine Fackel anzünden oder so? Das würde echt vieles einfacher machen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, da ist ein Ausgang, oder? Das sieht sehr nach einem Ausgang aus. Ja, das ist ein Ausgang. Das Drachental. Oha. Das Drachental. Ich gehe gleich über die Brücke. Ich will nur mal gucken. Hier hinten ist eine Brücke. Oh, und ich glaube, da sehe ich schon, warum es das Drachental genannt wird. So in der Entfernung. Ganz ehrlich, da will ich vielleicht jetzt noch nicht hin. Ich habe mich gerade hier den ganzen schweren Weg nach oben gekämpft. Das muss jetzt echt nicht sein. Deswegen einmal hier rüber. Und gucken, was da noch rumliegt. Noch eine Seele von einem Soldaten. Und das müssen die Eisengitter sein, genau. Für die Neulondo-Ruinen. Da sind wir also bei den Neulondo-Ruinen, die einst versiegelt worden sind. Das sind die Ruinen von Neulondo.
Oh, hier ist ein Weg. Der Typ ist der Geilste. Wie der einfach da liegt. Oh, ich chill hier mal so ein bisschen rum. Wisst ihr was, den lasse ich leben schon allein dafür. Oh, und guck mal, wen haben wir denn hier? Hm? Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. Well, I shouldn't cry. I'm Ricky of Vinheim. I was once an established smith. Look at me now. Can you believe it? Vinheim ist doch die Zaubererschule, haben wir gelernt. Hm? What is it? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. Can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinheim. Na gut, okay, kannst du machen. Im Endeffekt, wenn du da drin nichts zu tun hast, wirst du aber auch zur Hülle. Das ist dir klar, mein Freund, ne? What is it? There's nothing to talk about. Na, wenn du meinst. We're both cursed, undead. But what's there really to moan about? Ja, ne, ist ja nicht so schlimm. Oh, Big Hand. Of course I've heard of him. Who hasn't in Vinheim? He was a royal member of Dragon School. Until he turned undead. I hear he was quite the character. Only that was 100 years ago. What interest have you in the old eccentric now? Ich wollte einfach nur was von ihm wissen. Sorcery? Don't ask me how it actually works. We only fiddle and forge until it works itself in. Ja, super. That's how we do it in Vinheim, at least. We prefer to leave the theorizing to those uppity scholars. Okay, interessant. Ich glaube, das hatten wir jetzt schon. Ja. Okay, was kann ich denn bei dir eigentlich kaufen? Ach, guck mal, aber die Zauber selbst kann ich trotzdem kaufen. Und den Beschleuniger. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich kann bei ihm theoretisch die Waffen verstärken. Mir fehlen aber die Scherben dafür. Ich muss mal gucken, dass ich... Ah, warte mal, Scherben kann ich ja bei André selbst kaufen. Ja, wir können halt reparieren, verstärken und Ausrüstung umwandeln, theoretisch. Wobei, er hat ja keine Glut zum Umwandeln. Doch, er kann sie in Zauberwaffen umwandeln. Guck mal, dafür brauchen wir aber grüne Scherben. Er kann sie theoretisch in Zauberwaffen umwandeln, die dann Magieschaden machen. Smithing helps soothe my nerves. Don't let me wither away out of idleness. Okay. So, und dann lassen wir den Gechillten hier mal sitzen. Neulondo werden wir uns auch noch früh genug angucken. Ich meine, hier scheinen nicht mehr alle sonderlich fit zu sein in dem. In Neulondo habe ich das Gefühl. Noch eine Seele. Warum auch nicht? Kann man alles gebrauchen, wenn ich gleich vielleicht mal noch ein Schwert aufbessern will. Wäre es vielleicht gar nicht schlecht. So, wo geht's denn hier jetzt eigentlich noch hin? Mhm. Ein Hebel. Und der bewirkt, dass wir... Na gut, ich meine, man kann es schon denken, dass wir einen Fahrstuhl kriegen. Ich frage mich immer, wer diese ganzen... wie die mechanisch hier funktionieren. Ich meine, was für eine Energiequelle haben die Dinger denn eigentlich? Ich meine, dass wir nur an dem Hebel ziehen, dadurch wird das ganze Ding ja nicht plötzlich nach unten gesetzt, ne? Okay, und wo sind wir gelandet? Hier ist schon eine offene Tür. Wir kennen die Musik. Wir sind zurück im Feuerbandschrein. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Beide Glocken der Erweckung sind geläutet und wir haben es zurückgeschafft in den Feuerbandschrein. Das ist doch eine schöne Sache und... Hoppala, was ist hier denn passiert? Schmutzige Kapuze, blutbefleckter Rock und ein schwarzer Augapfel. Was zur Hölle ist hier denn passiert? Der olle Lothric ist weg und unsere Feuerhüterin scheinbar auch. Okay, gucken wir mal. Schmutzige Kapuze, von der Feuerhüterin des Feuerbandschreins getragen. Einst war dies angeblich die weiße Kapuze einer Magd, doch Rauch und Asche von Leuchtfeuern haben sie mit der Zeit geschwärzt. Eieiei. Okay, die scheint jetzt tot zu sein. Fragt sich nur, warum. Eins war dies, okay, das ist genau das gleiche, aber was hat es denn mit diesem komischen Augapfel noch zu tun, den wir gefunden haben? Der ist, glaube ich, hier, ja, der schwarze Augapfel. Invasion der Welt des Feuerhüterinnenmörders. Mystische Kugel bei der Leiche eines Hüters gefundene Kugel. Dringe in die Welt des Mörders der Feuerhüterin ein, besiege den Übeltäter und hole die Seele der Feuerhüterin zurück. Das schwarze Auge wacht stets über Arnor Londo, die Götterstadt. Okay. Sieht so aus, als hätte Lothric die Feuerhüterin getötet. Das gefällt mir überhaupt nicht, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Was zur Hölle? Und ja, das Leuchtfeuer kann jetzt nicht entzündet werden, weil die Feuerhüterin nicht da ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich nicht so ganz, weil es gibt ja auch andere Leuchtfeuer, wo keine Feuerhüterinnen sind und die kann ich auch entzünden. Warum ich das Spezielle jetzt nicht entzünden kann, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber okay, soll mal nicht meine Sorge sein. So, Tag auch. Hast du schon gemerkt, die Feuerhüterin ist tot? Did you ring the second bell? Ja, das auch. That is incredible, I must say. But now we have a new problem. It's noisy. It snores. And its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Was zur Hölle? Wovon redest du? Damn. That stench. And I was really beginning to like it here. Maybe it's time I do something about it. Oh, willst du tatsächlich mal was machen? Das wäre ja mal was Neues, Kollege. Maybe it's time. Okay. Dann gucken wir mal. Jetzt müsste ich auch mit dem Zauberer theoretisch reden können. Wir schauen bloß mal ganz kurz. Ach, du heilige Scheiße, was bist du denn? Du bist das Vieh, von dem er geredet hat, oder? Was zur Hölle bist du? Ah, hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frapt, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Was passiert denn, wenn ich Nein sage? Futterst du mich dann auf, so wie du aussiehst? Very well. Then I am pleased to share. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. Ach so, na wenn's weiter nichts ist. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Ja, hast du vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen? Those who seek the realm of lords must brave Sen's fortress, a deadly house of traps. Many have gone before you, but none have returned. Fate has chosen you, but proceed with caution. Na klasse, das klingt ja super. Klingt ja nach richtig Spaß. Okay, das ist ja das Gleiche. Okay, wir sollen also... Chosen undead, I remain here and await thee. Okay. Wir haben jetzt hier also eine fette Schlange. Wir sollen nach Anor Londo das Herrschergefäß bekommen. Und ja, wir sollen noch einige andere Dinge tun. Wir müssen theoretisch auch nach Anor Londo, um unsere Feuerhüterin zurückzuholen. Aber ich würde sagen, wie wir die ganzen Sachen angehen, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Und wie wir dann nämlich auch mit den ganzen neuen Leuten hier reden, das auch. Das war's erstmal von heute. Wir haben die Chaoshexe besiegt, sind wieder beim Feuerbandschrein angekommen und gucken mal beim nächsten Mal, wie unser nächstes Ziel aussieht. Aber wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.